Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Allgäu und herzlich willkommen zu einer neuen Reise-Episode. Wir werden hier Stellas Geburtstagswochenende verbringen und wir haben uns hier so eine kleine Hütte angemietet. Klein ist gut und zeigen hier euch ein paar Impressionen, machen uns so ein bisschen chilligen. Und es lohnt sich auf jeden Fall zuzuschauen, Freunde, denn am Ende haben wir eine riesen Überraschung für euch. Ja, das kam ein bisschen unverhofft, aber wir würden uns freuen, wenn ihr bis zum Ende zuschaut. Euch wird es bestimmt auch gefallen und wünschen euch jetzt viel Spaß. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und bis gleich. Nach dem Amerika-Roadtrip, ich habe einfach mal die Klamotten direkt angelassen, habe jetzt aber die Stella eingepackt und zwar der erste... Ich hab nicht angepasst. Das ist schon wieder der... Nee, das ist der erste Vlog, den wir hier zusammen drehen. Der erste Reisevlog. Und das Geile ist, Stella hat sogar ihre eigene Kamera dabei. Zeig die mal. Der hat sich jetzt nämlich eine Kamera besorgt. Das heißt, wenn ihr denselben Content nochmal sehen wollt, aus einer anderen Perspektive, dann könnt ihr bei Stella vorbeischauen. Hat Spaß. Aber den Kanal verlinke ich unten. Dann könnt ihr euch den Vlog von Stella auch anschauen. Das wird mein erster eigener Vlog. Ja. Ja, und jetzt würde ich sagen, wo ist mein Autoschlüssel? Jetzt mal weiter. My way downtown, going down, 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 down. We're in this together, we both fall down. Doesn't matter if the sun goes up. Ohne Scheiß, wir sind gerade angekommen. Das ist unser Häuschen und wir machen jetzt direkt mal eine Roomtour. Wir haben jetzt auch schon ein paar Sachen da rein verfrachtet. Ja, ein bisschen gelümpert und ich kann nicht mehr warten. Ey, das ist echt der Hammer. Ey, ohne Scheiß, ich muss euch das jetzt zeigen. Komm, Schatzi, renn rein. Richtig cool, vor allem allein schon hier diese Fassade, die ist ja echt begeisternd und vor allem, wenn man hier durchgeht, riecht das Hammer. Wir sind direkt am Bach. Jo. Und was hat der Aaron gesagt? Das ist der übrigens der Besitzer. Ja. Der hat gesagt, dass hier sogar noch ein Fuchs manchmal hinkommt. Und es gibt, wie ihr seht, 1, 2, 3, 4 solche Häuser. Ne, 5. Dahin ist auch noch ein fünftes. Und dahinter beginnt Naturschutzgebiet, stand da drin. Ja. Hammer. Boah. Übrigens auch richtig ruhig hier. Ja. Bis auf uns. Wir sind die Lauten. Ey, und ich weiß gar nicht, wo wir beginnen sollen, weil es einfach so heftig ist. Aber wir fangen direkt mal hier mit der Dachterrasse an. Ich glaube, ich gebe die Kamera mal der Stella ab. Ich muss, glaube ich, nur gucken, dass der Fokus gleich stimmt. Okay, Leute. Also, Highlights fängt direkt mit der Dachterrasse an. Wie riesig die ist, und so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Aber das hier, meine Lieben, ist ein Whirlpool, ein Jacuzzi, tatsächlich rechtlich geschützt. Und er ist schon mal vorgewärmt auf angenehme 38 Grad. Ja, so macht man dann Blubbern an. Und ich habe sogar gehört, abends kann man hier sogar noch das Licht anmachen. Hier ist so ein Panel und dann leuchtet das hier. Also wenn man sich hier anschaut, dann kommen hier so LEDs raus. Die Abdeckung machen wir gleich nochmal auf. Blubbern kannst du ausmachen. Ja, die Abdeckung machen wir gleich nochmal komplett auf und ich denke, wir jumpen auch gleich mal rein, aber wir müssen erstmal noch was essen. Aber dann Arschbombe, ne? Aber dann komplette Arschbombe da rein. Und das Coole ist, der Aaron, also das ist der Besitzer hier, der das Ganze entworfen hat, hat uns auch noch hier so ein Holzding hingestellt. Und nein, das ist keine bezahlte Partnerschaft hier, sondern wir haben das selber bezahlt. Ich habe das Stella nämlich zum Geburtstag geschickt. Na. Und ja, genau, Feuerholz für vorne Feuerstelle. Aber ich weiß nicht, ob wir das heute machen oder morgen, je nachdem, wie es aufhört zu schneiden. Willst du noch den Ausblick vom Whirlpool zeigen? Der ist jetzt auch nicht ganz so schlecht. Ich meine... Ja, komm, dann kannst du den auch mal zeigen. Wie schön ist der? Und es schneit, einfach. Ich habe mich so gefreut. Ich war dieses Jahr noch keinmal im Schnee. Patrick, ja, ich war schon öfter. Mal, ne? Aber ich noch keinmal und da ist unsere Feuerstelle. Direkt am Bach. Hammer. Boah, da Lagerfeuer,
Das wird nicht. Das kann man mal machen. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Richtig cool. Da ist noch irgendwo so ein Lift, oder? Genau. Da kann man eigentlich noch einen Skilift, ja, am Skilift irgendwie Skifahren, aber das ist der Hammer. Du Freak, ey. So, hereinspaziert. Schuhe aus. Ja, zwei verschiedene Paar Socken, aber ist jetzt auch nicht schlimm. So, und wir fangen direkt an hier mit dem Wohnbereich, Wohnküchenbereich. Wir haben hier sogar, mit dem Wichtigsten natürlich, regionales Bier gekriegt. Das ist irgendwie von dem Kollegen vom Besitzer. Nennt sich Allgäuer Hell. Ja, ich glaube, ich werde es mir gleich auf jeden Fall mal genehmigen. Wir haben natürlich auch schon ein bisschen was hier eingerichtet, beziehungsweise ein paar Sachen besorgt. Wie zum Beispiel das hier. Aber ich zeige euch mal kurz die Kücheneinrichtung. Und zwar haben wir hier einen Kühlschrank. Der ist nicht so gefüllt wie jetzt. Wir haben das alles selber gemacht. Und werden, glaube ich, gleich erstmal was Geiles kochen. Ne? Oh, ja, Käsespätzle à la Krügi. Das ist kein Problem. Ich habe zwar noch nie Käsespätzle gemacht, aber das kriegst du hin. Hier ist dein Elixier, Schatz. Ja, direkt der Flaschenöffner. So, auf, dann machen wir das doch einfach. Sehen. Möchtest du auch einen? Ja, machen wir erstmal auf. Ach krass, das ist wirklich magnetisch. Ah. Cheers. Cheers. Fangen wir direkt mal mit dem Bierchen an. Wer nicht mit dem Bierchen in den Tag starten möchte, selber schuld, aber der hat hier auch noch Kaffee. Wir haben hier so eine Nespresso, nee, was ist das, Senseo-Maschine. Hier ist auch noch so ein Kräutertee, ein Wasserkocher und hier haben wir alles mögliche an Küchenutensilien. Also wir haben hier sogar Salz, Pfeffer, Balsamico, Öl, ein Sieb, ein Toaster, alles was ihr braucht, findet ihr hier. So, hier haben wir auch noch Teller, Gläser, Becher. Harald, pass auf! Sorry. Und man hat sogar hier, glaube ich, auch noch eine Spülmaschine, das heißt man muss nicht spülen und einen Backofen. Also eigentlich perfekt ausgestattet. Ja, auf derselben Etage findet ihr dann noch eine finnische Sauna. Hier ist der Temperaturregler. Man kann das einfach anschalten und dann einfach die Stufen hier variieren. Wir machen es jetzt mal auf 6, heizen mal das Ganze vor und dann gehen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal da rein. Ja, Platz auf jeden Fall für 3 bis 4 Personen, würde ich sagen. Und schaut mal her, was für ein Ausblick, Leute, ist das bitte. Also wir setzen uns gleich ohne Kleidung hier nochmal hin. Das sind wichtige Infos. Das sind wichtige Infos für meine Zuschauer. Nach dem Käsespätzle? Ja. Ja, aber das werden wir dann natürlich nicht mehr filmen. Nee. Aber ich will noch eine Arschbombe in den Pool machen. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, okay, gut. Dann gehen wir direkt ins Badezimmer. Schau mal. Das ist der Aufguss, genau. Und wie stylisch ist das bitte eingerichtet? Hammer, oder? Dusche, unfassbar schön. Also ein richtig stylisches Häuschen. Jetzt schon mal. Jetzt gehen wir hoch ins Schlafzimmer. Und das hat auch ein richtiges Highlight, denn wir haben hier einfach mal so eine Schwebehängematte. Schaut mal her. Das sieht einfach unfassbar cool aus. Die Frau denkt mit, hör mal. Oh, ist das schön. Einfach der Hammer. Hier kann man sich einfach mal hinschillen, wenn man nicht im Pool chillt. Was hast du da gefunden? Bis 200 Kilo, ja, passt. Mit Käsespätzle wird's knapp, aber egal. Ja, und auf jeden Fall ist hier unser Bett. Das ist auch richtig der Knaller, weil man einfach aufsteht morgens und so eine Aussicht genießen kann. Also ich meine, wo hat man das? Wo hat man so eine geile Aussicht mal? Oder? Wie wir das Hammer. Machen, wenn wir morgen früh wach werden oder Schatzi. Abend einfach im Dunkeln und dann kann man das ja beleuchten auf dem Pool und so. Ja. Ich freue mich so sehr und ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir echt noch Schnee haben. Ja, das ist echt der Hammer. Vor allem wird es heute auch noch komplett durchschneien. Und ja, man kann hier nicht nur zu zweit anreisen, sondern tatsächlich ist hier Platz für 4 Personen. Und wir haben hier noch ein weiteres Schlafzimmer. Ich sag mal für die Kinder oder für noch ein weiteres Pärchen. Hier kann man sich auch noch mal gemütlich machen. Und natürlich auch hier wieder komplett geiler Ausblick. Das Häuschen hat natürlich noch ein paar Highlights zu bieten, aber ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal was Leckeres zu essen. Habe ich dir versprochen, Käsespätzle, die machen wir uns jetzt auch. Und danach
jumpen wir auf jeden Fall ja. in den Whirlpool. Ja, und da das Stellas Geburtstag ist und die sich Spätzle gewünscht hat, wenn wir schon im Allgäu sind, werde ich jetzt ein bisschen improvisieren müssen und mache uns so eine kleine, ja, à la Krüger, beziehungsweise so ein bisschen Vapiano-inspired Käsespätzle-Variante. Also sorry für alle, die aus dem Allgäu kommen und jetzt sagen so, ey, hate, weil du kannst keine Spätzle machen. Egal. No hate, Leute, no offense. Wir haben hier schwäbische Spätzle besorgt. Ja, aus der Verpackung, ich kann es einfach nicht und ich habe jetzt auch keinen Bock, irgendwie Spätzle 3000 Jahre zu machen. Dann haben wir hier Zwiebeln besorgt, Knoblauch, Chili. Dann habe ich hier noch einfach mal ein bisschen Sahne geholt, Käse natürlich, Tomaten und hier ist auch noch frischer Blattspinat. Das Ganze werde ich jetzt irgendwie zusammenwürfeln und uns was Leckeres kochen. Ich hoffe, es wird schmecken. Ja, also bisher sieht's ganz gut aus. Mhm. Warte jetzt hier so ein bisschen die Zwiebeln an mit Chili. Dann kamen noch hier die Tomaten rein und lösche das Ganze jetzt ab, ein bisschen mit Rahm. Und dann kommen die Spätzle rein und später zum Schluss noch der Spinat. Das wird, glaube ich, ganz lecker. Da haben wir die selbstgemachten Käsespätzle à la Patrick Krüger. Und ich würde sagen, it's dinner time. Are you ready? Best birthday ever. Oh mein Gott. Gut, ich komme jetzt auch gleich. Holz hier rein, damit wir das morgen schön verbrennen können. Morgen machen wir nämlich Lagerfeuer. Und boah, war das geil oder war das geil gerade? Das war einfach nur mega schön. Das war richtig Hammer. Wir haben da so ein bisschen gesessen, dann hat die Dämmerung angefangen, alles wurde so ein bisschen leicht bläulich. Und wir würden sagen, wir machen jetzt, glaube ich, den Whirlpool zu und wir hoffen, dass euch das Video bis heute hin schon gefallen hat. Und wir sehen uns morgen. Unsere Bowls sind fertig. Bitteschön. Frühstück. Und dann haben wir hier auch noch Dessert. Oh, Avocado-Brote. Bestes Dessert überhaupt. Da ist sogar Schwarzkümmel drauf, habe ich extra mitgebracht. Wie gut du bist. Gut. Das lieben wir, da sind wir ab. Ja, warte, ich gebe dir noch einen Löffel. Ey Leute, ich schaffe es nicht. Der Aaron, also der Besitzer, hat uns gestern erzählt, dass hier auch manchmal ein Fuchs kommt. Und Achtung, schaut mal her. Hier sind überall Fuchsspuren. Und das Witzige ist, schaut mal, was auf dem Hocker ist. Der hat uns ein Geschenk gemacht. Der Junge hat einfach auf den Hocker gekackt. Ich komm nicht klar. Zweiten Kochsession hier im Allgäu. Heute gibt es leckeres Schnitzel. Ich habe uns hier was Leckeres vorbereitet, schön mit Knoblauch gewürzt und dann gibt es noch Kartoffeln. Wir haben leider keinen Kartoffelstampfer eigentlich. Dachten wir uns so, ah, wir machen uns heute ein richtig geiles Kartoffelpüree, weil Stella so ein Liebhaber von Kartoffelpüree ist. Ne? Magst du Kartoffelpüree? Ich muss gerade. Okay.
I know it, I know this girl. Und ja, dann werden wir später auf jeden Fall noch Lagerfeuer machen. Boah. Machen wir Stockbrot oder Würstchen? Ich weiß nicht, was wir machen. Warte mal, ich muss hier einmal kurz fokussieren. Ich weiß noch nicht ganz, was wir machen. Aber es wird gut. Wir haben Würstchen gekauft und ich muss uns gleich noch so einen Stock schnitzen. Und ich habe richtig Bock auf Lagerfeuer. Ich habe schon lange kein Lagerfeuer mehr gemacht. Leute, das wird jetzt hier schon wieder so ein Stella-Vlog aus der Patrick-Perspektive. Wir haben uns gerade hier was Leckeres gekocht. Schnitzel und Kartoffeln. Auf Spinat hatte ich jetzt keine Lust mehr. Also ich hatte keine Lust mehr, den zu machen. Und Stella muss probieren. Wie schmeckt's dir? Das Witzige ist, jeder andere würde erstmal das Schnitzel probieren und sagen, boah, geil, und Stella probiert die Kartoffeln. Lieblingsessen. Stella hat sich nochmal dazu entschieden, hier kurz den Whirlpool zu genießen. Ja, aber es ist auch einfach wunderschön. Richtig genial, oder? Und wie schön ist das Wetter? Boah. Jetzt kommt echt mal die Sonne raus. Das ist so heftig. So, Stella ist jetzt noch im Whirlpool und ich habe mich dazu entschlossen, jetzt nochmal kurz die Schuhe anzuziehen und unsere Feuerstelle für später vorzubereiten. Das wird nämlich richtig geil. Ich habe richtig Bock auf Lagerfeuer. Schon lange nicht mehr gemacht. Und deswegen mache ich uns das jetzt mal ein bisschen frei von Schnee und lege unser Holz auch schon mal hin. So, ich nehme uns jetzt hier die Schneeschaufel mit und wir machen das Ganze jetzt mal ready. So, und nach getaner Arbeit hat man sich auch was verdient. Ich hab mir so ein Allgäuer Büblebier geholt. Schmeckt richtig genial. Und jetzt fängt es auch schon wieder an zu schneien. Ich will zu finden, wie wir fürs Braten der Würstchen benutzen können. Der sieht ziemlich gut aus. Machen wir hier die Äste gleich ab. Und noch einen zweiten drauf. Jetzt nehmen wir uns hier so einen Stock und müssen den ein bisschen schnitzen, damit die Würzchen später auch noch drauf passen. Ich glaube, wir sind ready. Wir können das Ding jetzt mal hier anzünden, oder? Auf jeden Fall. Vor allem fängt es richtig an zu schneiden. Würstchen, hast du Lust? Ja, voll. Eine Frage. Mein Würstchen ist auf jeden Fall fertig. Jetzt nehmen wir ein Stück Brot. Oh, Scheiße. Schmeckt so lecker. Finde ich auch. Weil er so ein Raucharoma jetzt hat. Gut? Mega lecker. So Leute, wir haben jetzt sogar den Aaron getroffen. Das ist hier der Besitzer der Hütten. Und wir machen uns jetzt mal ein bisschen schön am Lagerfeuer. Und kannst mir erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du solche schönen Hütten hier hingestellt hast? Hä? Tja. Was soll ich dazu sagen? Es war schon immer ein Traum von mir, ein kleines Skigebiet zu betreiben, was ja hier hinter den Bäumen ist. Und auch schöne Häuser zu bauen, wo man einfach ein Host, ein liebevoller Gastgeber sein kann. Das ist dir auf jeden Fall gelungen. Das ist unglaublich, dass das jetzt Realität ist. Ja. Ja, das freut uns auf jeden Fall, einer der Ersten hier zu sein an den Baumhäusern oder Baumchalets im Allgäu. Ihr könnt es mal gerne abchecken. Ich packe euch auf jeden Fall die Website hier unten in der Beschreibung rein. Könnt ihr mal gerne reinschauen und die Häuschen abchecken. Das ist auf jeden Fall eine Investition, die sich lohnt und man kann hier echt wunderschön abschalten. Und ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut und den Schnee genießt oder auch die Sonne oder den Sommer oder den Bach oder das Feuer. Ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall nochmal im Sommer hier hinkommen, oder? Auf jeden Fall. Das wird sich auf jeden Fall lohnen. Ja, vielen lieben Dank, Aaron, für das kleine Interview hier. So, Leute, ist das der Hammer? Wir haben jetzt hier ein schönes Lagerfeuer aufgebaut. Es ist schön warm. Es schneit auch noch. Das ist richtig der Knaller, ne? Würstchen haben wir auch gegessen. Nee, wir haben noch ein Würstchen. Das heben wir uns auf für gleich.
und es ist echt schön warm. Was sagst du, wie ist der Trip gelungen? Traumhaft. Ist gut geworden, ne? Richtig cool. Also es lohnt sich echt hier hinzukommen und gerade kam tatsächlich zufällig noch der Aaron vorbei und hat uns ein bisschen was über die Baumhäuschen erzählt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass man auch so ein bisschen die Besitzer irgendwie kennenlernt. Ich dachte mir so, komm, ich ergreife mal die Gelegenheit und nehme ihn mal ins Visier. Und ja, es ist echt cool hier. Oh, this is everything. With you right next to me. So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Wanna go. Calling sick in the morning, baby, don't leave. They don't need to know we're out here, wild and free. Wir haben uns jetzt wieder ein bisschen nach oben verfrachtet und werden jetzt noch den Abend im Whirlpool entspannen. Aber ich habe uns natürlich noch zum Abschluss. Achtung! Ein wunderschönes Lagerfeuer unten gemacht, das wir von oben bestaunen können. Heute verlassen wir schon die Baumchalets. Ich packe gerade hier unser Auto zusammen. Stella macht sich auch noch fertig und macht uns gleich noch Frühstück. Und es war echt mega genial. Aber wir werden uns jetzt noch mal eine halbe Stunde auf den Weg begeben und hier einen Gipfel stürmen, wo man drauf fahren kann in der Gondel. Und Stella war noch nie auf dem Gipfel, deswegen werden wir das auf jeden Fall auch noch machen. Und hallo, wir müssen auf jeden Fall noch die Sonne hier ausnutzen, bevor wir irgendwie losfahren, 7 Stunden. Dann lieber im Dunkeln fahren. Also hammergeil, was uns hier das einfach für ein Wetter beschert hat. So, und jetzt packe ich mal kurz das Auto ein. Und ich muss sagen, witzigerweise ist es gerade -4 Grad. Ja, ich laufe mal wieder hier im T-Shirt rum. Aber nee, wenn die Sonne rauskommt, dann merkt man das gar nicht. Also klar, Umgebungstemperatur ist -4 Grad, aber wenn die Sonne knallt, dann wird es schon ordentlich warm. Also, wir verabschieden uns jetzt. Das fällt so schwer, ne? Oder? Stativ haben wir auch noch mitgenommen, haben gerade ein paar schöne Fotos zusammen gemacht. Und ohne Witz, man will hier echt gar nicht weg, weil das Wetter spielt einfach heute richtig verrückt. Wir haben richtig geiles Wetter heute erwischt. Aber gut, ich glaube, auf dem Berg wird es auch noch mal richtig cool. Roadtrip. Richtig Bock. Weil ich eine gute Freundin bin, ich habe Kaffee dran? Gemacht. Ja? Für die Fahrt. Nein. Und der gerade noch schnell gespült ist. Geil. Ein Kaffee. Sogar aus der Arizona-Tasse. Natürlich. Findet ihr die? Wir haben keine Tasse aus dem Allgäu. Ich glaube aber, es gibt hier auch kein Starbucks, muss ich ehrlich gestehen. Vielleicht auch auf dem Gipfel. Ja. Ciao. Gerade angekommen in Oberstdorf
Und mir fällt es jetzt auch gerade ein, man kennt es ja eigentlich vom Fernsehen, vom Skisprung-Tournee. Ja, von der noch Skisprung-Tournee. Gesagt, ne? Mein ja. Opa hat das früher mal stundenlang geguckt. Ich auch, früher. Und hier sind sogar noch die Skischanzen, da fahren wir gleich drüber. Wir steigen jetzt in die Gondel ein und parken kostet hier 6 Euro. Ja, ist ein bisschen happig, aber mein Gott, man ist dann direkt an der Bahnstation und kann auch direkt losheizen auf den Berg. Und wir sind angekommen auf 2024 Metern Höhe am Nebelhorn. Richtig cool, das erste Mal auf dem Gipfel, ne? Richtig cool. Ja, das sieht echt traumhaft aus, ne? Schaut mal her hier. So krass, wir sind jetzt gerade auf der anderen Seite vom Berg und hier gibt es so eine Aussichtsplattform und man läuft hier einfach über dem Abgrund. Das ist fast wie am Grand Canyon, diese Glasplattform. Stella ist da schon stehen geblieben. Die Arme. Das sieht echt krass aus. So, jetzt sind wir endlich angekommen auf dem Gipfel des Kreuzes. Da fährt sich hier den Arsch ab, oh, du Arme. Komm, wir gehen aber direkt wieder runter. Aber von hier aus einfach die krasseste Aussicht. So, meine Lieben, wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen hier vom Nebelhorn und ein bisschen von den Baumchalets. Wir hatten ein richtig cooles Wochenende hier und mit richtig Hammerwetter. Nächstes Wochenende sehen wir uns dann schon in Holland. Da blühen nämlich die Tulpen. Ich genau. Freue mich schon. Wir werden nämlich auch noch einen kleinen Roadtrip machen und wir sehen uns dann nächste Woche. Haut rein. Ciao. Yo, nochmal ein kurzer Einschub, Leute. Wir haben ja schon am Anfang des Videos verkündet, dass ihr unbedingt bis zum Ende schauen müsst. Denn wir hatten eigentlich was Cooles vor und zwar wollten wir eine Nacht im Baumchalet verlosen. Wir haben nämlich mit dem Aaron gequatscht und er hat gesagt so, ey, ihr macht richtig coolen Stuff, lasst doch mal was auf eurem Kanal verlosen. Und ja, momentan ist die Situation so nicht anders, deswegen müssen wir das ein bisschen aufschieben. Aber wir werden euch auf jeden Fall über das Gewinnspiel nochmal informieren auf Instagram. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und nicht vergessen, Daumen nach oben zu geben. Wir sehen nämlich, wer aktiv ist und wer nicht. Also haut da rein, bis nächste Woche. Ciao.